Ja, da geht's wieder los, die Mob-Vorstellung. Ja, oh, der hat wieder was hingestellt. Ja, super, wirklich. Herzlich willkommen zu dieser schönen Mob-Vorstellung wieder. Ich begrüße euch. Ich heiße Max Junker und bin YouTuber und mache immer geile Mod-Vorstellungen. Und guckt gerne mal meinen Kumpel Tommy rein. Der macht auch richtig coole. Also er tut über hier Fische erzählen. Das ist richtig cool. Fische sind cool, wirklich. Das Beste von allen. Ja, heute ist ein Schwader gekommen. Er kann es schon lesen. Es fängt mit Glas an. Wir können jetzt den Schwader von Kuhn zu Glasschwader machen. Wir haben es. Da steht nicht drauf. Das ist der Kuhn. Und das ist der Glasschwader. Also einmal in Deutsch können wir machen. Kuhn oder Glas. Nicht schlecht gemacht. Gefällt mir. Dann sind heute noch ein paar Autos gekommen. Die sind ein Pickup ist heute gekommen. Hier hinten kann man, sollte man irgendwas drauf bauen können. Irgendwie. Ich glaube, hier kann man. Das ist bestimmt zum Abschleppen hier, dieser Haken, diese Zwehe. Detailreich würde ich gemacht wieder. Ich steig mal ein. Innenraum. Ach, hier passen viele Leute rein. Ja. Extrem viele Leute passen hier rein. Hier kann man nur wechseln, entweder blau, grün, nochmal blau, verschieden. Ich habe ja drüben nochmal hingestellt, in grau und orange. Sieht auch nicht schlecht aus. Oder hier orange und grün, das geht. Kann man aber nicht drauf machen. Spanngurte kann man drauf machen. Ja, an alle Forstfreunde, es sind heute wieder Forstsachen gekommen. Heute ist was Cooles gekommen. Das hier. Also dieser Mod hier ist richtig cool, weil hier seht ihr ja mit Anhängekupplung. Diesen Mod könnt ihr an euren Rückewagen dranhängen. Das geht. Verschiedene Ketten kann man hier drauf machen. Entweder Schneeketten und nochmal Schneeketten. Also die Konfigurationsmöglichkeiten geht's ins Maximum. Ja. Aber wirklich. Gefällt mir. Die da draußen dann nochmal. Hier haben wir nochmal mit diesen großen Ketten, damit man ja einsinken. Und hier haben wir die Felgen, können wir grün machen. Ja, geht. Ja. Ich zeige euch das gleich mal. Ich kaufe den gleich mal. Erstmal was kurz verkaufen. Ja. Das müsste mit denen gehen, sage ich, denke ich mir. Könnte ich mir vorstellen. Ja, der hat ja eine Anhängekupplung. Das sieht man hier. Zeige ich euch gleich mal, für was ihr diesen kleinen Hänger hier nehmen könnt. Der ist richtig cool. Nie wieder so viel, nie wieder weniger Holz hier drauf machen. Haben die echt gut gemacht. Seht ihr das? Wir können den jetzt hier anhängen. Und das ist richtig cool. Mit der sagen, naja, da fahre ich ja mal eine Runde los, ja. Seht ihr das jetzt? Lenken geht auch. Bisschen schwer, aber geht. Kannst ja auch, hier Ketten kannst du auch grau machen. Das geht, ja. Habt ihr das gesehen hier mit diesen Reifen, wenn die ja über Hügel fährt? Passt auf. Nicht schlecht gemacht, wirklich. Passt. Spanngurte kann man auch wieder hier festmachen. Gucken, ob ich mal den hole. Das wäre was für mein Forstprojekt. Was ich jetzt mache, ja.
Dann ist heute noch was gekommen. Nämlich für alle Silagefreunde. Wir haben jetzt wieder eine Silagewalze gekriegt. Sabir heißt er, mit Schleppseil sogar hier drauf. Ja. Hier kann man Wasser reinfüllen. Licht funktioniert natürlich hier auch bei diesem Gerät. Ja. Geht. Ne? Und jetzt ist was cool. Heute ist was Cooles gekommen. Heute ist nämlich ein Güllewagen gekommen. Von Brière. Bürger, oder warte mal, ich muss mal gucken. Brière heißt die Firma. Brière. Wenn ich das nicht richtig ausspreche, sag das mal bitte. Mit Zapfwelle wieder. Alles detailreich wieder. Die Schläuche sind wieder gut geworden hier und gehen ungefähr an die 45.000 Liter rein. Ja. Hier einmal in Rot, einmal in Schwarz. Ja, Rot, Schwarz kann man den wählen. Ja. Geht eigentlich. Und hier haben wir nochmal den Schwader und den tue ich jetzt gleich mal zeigen, bevor ich die Slots vorstelle. Da seht's, passt perfekt zum Glas. Und das Beste von allen ist, wir machen den mal aus. Drehen kann man. Wenn ihr den hochklappt, braucht ihr nicht auf X drücken. Macht ihr bloß so hier, oder? Also hier auf den Hebel und dann wieder andere Seite. Ja, so können wir es dann machen. Ihr könnt es normalerweise so machen oder er fährt sich doch zusammen, ich weiß es nicht. Doch nicht, da kannst du kleiner fahren sogar. Und nicht schlecht. No? Kleiner kann man den fahren. Super gemacht, Glas ist jetzt drauf. Jetzt haben wir ein Glas Schwader. Mal gucken, ob noch ein großer O kommt. Das wäre noch geiler. Ja. Für meinen Teil geht das. Und hier haben wir gleich nochmal den Güllewagen stehen. Ich habe heute alles parat gemacht, dass ich das euch zeigen kann. Sind dann noch mehr Mods gekommen, da sind dann die einzigen. Ihr könnt ja dieses Schlauchsystem von hier, von den. Da haben wir. Die Firma heißt Samsonia heißt sie. Also für meinen Teil geht das. Der Traktor kann nur ziehen, ja, das geht, ja. Das Rohr hier vorne, was ich euch jetzt hier zeige, funktioniert natürlich auch. Wenn ihr ausfahren, hier. Wenn ihr ausfahren, wie ihr wollt. Vielleicht kommt mal so ein, wir haben ja, jetzt hat ja hier die PC für die Schläuche gekriegt. Vielleicht kriegt man das auch mal, hier sieht man wieder, kann man die Schläuche perfekt wieder dranhängen. Aber mal gucken, ob sowas auch was kommt. Das wäre cool. Ob das für PS4 auch mal kommt, das weiß ich nicht. Aber das wäre echt cool. Ja. Nicht schlecht gemacht. An die. Das ist jetzt der Wifi. Warte mal, ich gucke gleich mal, wie viele Meter das sind. 36 Meter. Und der verbraucht ungefähr 28.000 Liter. Habe ich doch gelogen. Hier sind die verschiedenen Grünen. Oder rot. In grün habe ich nie hingestellt, aber verkaufen wir gleich mal. Wo ist er hier?
Der Güllewagen verbraucht ungefähr 10 Slots und braucht ungefähr also 17 km/h Arbeitsgeschwindigkeit. Und dann hier gehen Gülle rein und Gärreste. Und 250, oh, ich kann mal gucken. Und 250 PS brauche. Mein Teil geht das. Dann verkaufe ich mal den Wender. Dann zeige ich euch mal, wie viel der Wender kostet. Ja, kostet ungefähr 30.000 Euro. Kostet er und verbraucht nur 9, 11 Slots und 9,3 Arbeitsbreite. Dann PS brauche 75 PS ungefähr und 18 km/h Arbeitsgeschwindigkeit. Für meinen Teil geht das. Ihr seht das. Entweder Glas, Deutz, Kuhn oder Lehm. Ja. Ihr könnt dann die verschiedenen Farben eins machen. Für meinen Teil geht das. Dann verbrauche ich mal den hier. Ey, das ist auch nicht hier schlecht gemacht mit den hier, mit dem Forst, dass man das an den Rückewagen dranhängt. Haben wir ja schon mal gehabt. Das hatten wir, glaube ich, in LS17. Den finden wir hier hinten unter Forst. Verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten. Die Rungen können wir ein bisschen anders machen. Entweder Ulfas, Nokian oder Bulle. Das sind diese großen Ketten. Oh, hier gibt's. Oh, meine Güte. Das ist ja Wahnsinn, was es hier für Auswahl. Blau, Grau, Silberketten sogar. Nicht schlecht. Rot sogar. Nur freilich. Nochmal rot. Gelb. Und nochmal gelb. Mensch. Die haben an alles gedacht hier. Und die Auswahl ist Wahnsinn. Das ist aber nur für die Felgen. Das passt. Ja. Verbrauch ungefähr nur 10 Slots. Zähne gehen, wer 85 ungefähr hat oder so. Also hier ungefähr wie jetzt wie ich. So zeige ich mal. Den zu finden unter Silage. Werkzeuge. Ungefähr 100.000 Liter passen hier rein. Ja, Konfiguration, nur kann man nur einstellen, ob man Wasser haben will oder Standard. Verbrauche nur 5 Slots und 3 Meter Arbeitsbreite. PS steht leider nicht hier. Doch, PS 100. Nee, steht nicht hier. Doch nicht. Da habe ich mich geirrt. Das stand nicht hier. Dann zeige ich euch nochmal das schöne Auto. Das hat Konfigurationsmöglichkeiten. Naja, ein ungefähr oder drei ungefähr. Ah ja, hier. Wenn man das hier sieht. Genau. Hier können wir dann den Hänger mitnehmen oder so. Zum Beispiel, was wir jetzt mal gekriegt haben. Wir haben das Auto mal gekriegt, aber jetzt haben wir es im Standort drauf. Blau hinten. Und blau vorne. Kannst du alle möglichen Farben auswählen. Standard. Zug mal hinten. Ja, geht da. Ne? Verbrauche nur 7 Slots. Geht. Fährt 120 km/h, das stimmt. Und 2000 Liter ungefähr Tankinhalt. Und 400 PS. Für ja, 400 PS. Ne? Ist schon der Wahnsinn. Ne?
Ja, aber das war ja längst noch nicht alles. Ich zeige euch ja nochmal, was ich noch hatte. Da muss ich ja genau zum Hof gehen. Da steht nämlich noch was. Ja, gestern sind ja auch Mods gekommen, aber es waren zu wenig und die habe ich nicht vorgestellt. Heute ist von BSM-Team, also gestern, gekommen ein Dolly, der für diesen großen Hänger jetzt geeignet ist. Ja. Ich würde euch dann nochmal eine wichtige Information sagen, die ich auch heute gesehen habe, Mod habe. Die sage ich euch aber dann, wenn die Mod-Vorstellung vorbei ist. Ja. Also der Dolly, ja, passt. Das ist richtig gut. Ja. Passt du am Traktor hier dran, an den Tausender? Ja. Ich glaube, den kann man irgendwas. Irgendwas. Ach ja, genau. Das habt ihr noch nie gesehen, wenn ich hier mal vorschieben und dann wieder rückwärts. Wenn ihr so weit machen, wie ihr wollt. Ja. Nicht schlecht gemacht. Ja. Also super Modell. Passt so hier. Die Reifen. BSM-Team hier sind die, ja. Und da finden unter Dollys und verbraucht nur 3 Slots. Konfigurationsmöglichkeiten, Lizard, Drillebock, Michelin. Und hier vorne auch nochmal einstellen, Breitreifen. Oder Standard. Design kann man alles hier einstellen. Und Felgenfarbe, ist Wahnsinn, ja. Ja. Aber ich kann euch sagen, das war ja noch nicht alles. Das ist ja heute noch Wahnsinn. Das ist, was jetzt die Woche nicht gekommen ist, das kommt alles jetzt. Ja, heute haben wir was Cooles gekriegt. Das seht ihr hier. Da, 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 da. Eine kleine Tankstelle für unseren Hof. Ne? Da kann ich einfach jetzt rangehen und sage, hier, Diesel bedanken. Und aufgefüllt. Du brauchst nur drauf gehen. Zack. Und dann hast du aufgefüllt. Ist nicht schlecht gemacht hier, die Tankstelle. Ist eine kleine, sogar mit Licht, glaube ich. Das müsste angehen, aber wo? Oder geht das alleine an? Das kann ja auch sein. Muss ich mal wegfahren, da suche ich mal den Schalter wieder. Ich und die Schalter. Ist aber so. Wie findest du denn immer ne? Wir können ja mal vorspulen und gucken mal, ob das alleine angeht. Da bin ich echt gespannt. Das dauert jetzt eine Weile und derweil tue ich noch weitere Mods vorstellen. Ja, heute ist was wieder von Lizard gekommen. Das kennt ihr alle. Hiermit könnt ihr eure Maschinen, braucht ihr nicht so eine große hier Halle, also eine große hier Werkstatt von Lizard hier, die 6 Slots verbraucht, das zeige ich euch dann gleich nochmal, wie viele Slots sie verbraucht. Ja, dann zeige ich euch mal, dass man hier damit Fahrzeuge, da steht das, Fahrzeuge, ob die Müren öffnen. Und dann seht ihr das, dann können wir hier. Sehe gerade, ist wieder was abgestürzt. Passiert. Das passiert. Das ist manchmal, wenn irgendwas ist, wenn die Mods sind oder so, ja. Passiert. Kann nicht dafür. Aber ist so. Ist so. Macht euch keine Sorgen, wir sind ja gleich fertig. Und die Mods habe ich auch gespeichert. Wenn sowas ist, passiert's. Mal abwarten. Ja. Ah ja, was ist das? Eine kleine Mitteilung, darf ich euch noch sagen. Wir hatten da jetzt mal so ein Pack gekriegt, wo man hier Gülle kaufen kann. Dieses Pack ist nicht mehr in ModHub zu verfügbar. Also nicht mehr verfügbar. Anscheinend hat das Giants rausgenommen, ich weiß es
selbst nicht, aber jedenfalls ist es nicht mehr drinne. Ich habe heute alles durchgeguckt. Anscheinend war ein Fehler irgendwie drinne und den haben sie rausgenommen. Also dieses Güllepack ist leider nicht mehr drinne. Tut mir leid, liebe Leute, dass es nicht mehr drin ist, aber ich kann nicht dafür. Vielleicht hat Scheins gesagt, nee, wir nehmen das raus, weil da irgendwie ein Fehler war oder ein Bug oder so, dass das Spiel abstürzt oder so. Das wollen wir ja ohne. Aber sage ich, ja, das hat schon Scheins gut gemacht, dass es vielleicht war was wirklich gewesen. Ja, passiert, kann man nicht ändern, vielleicht kommt es wieder rein, ich weiß es noch nicht. Müssen wir jetzt mal gucken, ob wir das Gülle nochmal kriegen, dieses Güllepack. Das war echt cool. Hätte ich für heute und für die Mod-Vorstellung brauchen können, aber leider ging es nicht. Leider wollte es nicht gehen. Ja, kann man nicht dafür. Ist so. Darüber ärgern wir uns so jetzt, ne? Wir machen jetzt die Mod-Vorstellung weiter mit den Absturz, aber passiert. Das ist bei den anderen Mod-Vorstellungen auch schon mal passiert. Und nicht, wenn ihr hier sagt, ja, das ist der Datenschutz und alles sowas, was jetzt gerade kam. Ich blende das einfach aus. Also das ist nichts Besonderes. Das kann rein. Ja. So, jetzt geht's weiter. Genau. Ja, wir waren stehen geblieben hier. Bei den Werkzeugkisten. Genau. Von Lizard. Von Lizard. Dann können wir hier unser Fahrzeug endlich wieder konfigurieren. Da brauchen wir das in die große Werkstatt hinbauen. Ja. Und dann seht ihr, das haben wir es konfiguriert. Ne? Gibt verschiedene Formen, einmal in Gelb, einmal in Blau, einmal in Grün, einmal in Black müsste das sein, ist schon gut, ja. Ne? Aber ich sage jetzt, das war ja noch nicht alle Mods, die hier gekommen sind. Heute sind noch, ich weiß nicht was, das sind wie kleine Platten und da kann man Getreide reinmachen. Einmal hier in eins, es ist nicht schlecht gemacht wieder hier, wie alt gemacht. Hier ist ein bisschen, hier ist es neu. Dann hier oh, ein bisschen Risse drin. Ja. Und das ist jetzt so was ganz Besonderes, was heute. Heute ist ein Pack gekommen, das heißt Getreidepack. Heißt es. Hier mit der. Das ist wie eine Schrot, das sieht, ist keine Schrotmühle, aber da wird das Getreide anscheinend sauber gemacht oder so. Da habe ich keine Ahnung. Ah, hier, ich weiß, was das ist. Das ist so gar Gülle. Bunker. Ne? Details wieder richtig gut gelungen hier. Genau, hier kommt, wurde es anscheinend gegärt, das ist wie ein Gärbunker. Mhm. Ja. Hier können wir Getreide reinlagern, das ist auch nicht schlecht gemacht hier mit. Hier können wir drauf fahren, kippen wir hier aus. Und hier drüben können wir es lagern, das Getreide. Oh, hier, was ich cool gemacht habe, hier, was ich cool finde, ist hier ein paar Gummistiefel oder hier Arbeitsplatz. Super gemacht. Licht ist natürlich hier auch. Aha, hier ist der Lichtschalter. Sieht man sogar, der bewegt sich. Geht das etwa da in der ganzen Halle an? Nee, hier drin ist aber Licht. Genau, hier. Hier ist Licht. Hört man sogar? Ja. Das war ja längst noch nicht alles. Hier hinten ist ja noch was gekommen. Ist ein bisschen kleiner, aber das geht. Die Halle ist schon gut. Hier haben wir die Lüfter an der Seite. Oben. Ja.
Hier kann man richtig groß, kann man richtig viel lagern. Aber auch wieder mit. Wo ist das Licht? Ich muss mal wieder suchen. Da. Hier ist ja auch Licht drin. Ja, genau, hier ist Licht drin. Ich finde es nicht. Da hinten ist es. Ganz hier hinten. Oh, wieder Bild, Dekorationsmöglichkeiten. Das war aber immer noch nicht alles. Heute ist ja noch was gekommen. Was richtig schön großes. Das ist eine Lagermöglichkeit von XXL-Format, wirklich. Wenn ich hier mal lang gehe, ist es wirklich riesig, riesig viel Platz hier. Und ich glaube, hier müsste irgendwo eine Tür gewesen sein, wo du reinfahren kannst. Ah, hier, genau. Hier. Und das ist sogar ein Schiebetor, sehe ich gerade. Hier ist der Pfeil, der zeigt es da rein. Und hier kann man dann das Getreide oder so lagern oder so, ne? Super gemacht wieder, super Mods gekommen. Finde ich klasse. Passt. Dann zeige ich euch gleich mal, wie viel diese Unterstellmöglichkeiten und diese ganzen Hallen verbrauchen an Mods, Slots. Neue Straßenbetonplatte. Aha, Straßenbetonplatte heißt das. Und die verbraucht ungefähr, die große verbraucht 30 Slots. Und du kriegst Geld 55.000 ungefähr. Und bei der 35.000 am Tage. Und der 55 am Tag noch. Und die verbraucht 17 Slots. Und hier ist bei Dekorationsmöglichkeiten 30 Slots. Ja. Und dann hier hinten noch. Die Tankstelle verbraucht 11 Slots und 40 Euro am Tage. Muss sie dafür wiedergeben. Und diese verbraucht 6 Slots, 5 Euro am Tage, 6 Slots. Die verbrauchen alle 6 Slots. Dann diese große hier verbraucht oh 5 Euro am Tag, das kriegst du, das wird alles minus gerechnet dann. Dann die 2, also 5, 7 Slots, 2 Slots, 2 Slots, 2 Slots. Alle 2 Slots. Unten hatte ich noch eine vergessen, die eine hier verbraucht ungefähr 16 Slots. Und das ist genau für Gülle. 2000 Liter gehen hier rein. Ungefähr, ja. Und am Tage verbraucht, kriegt minus 15, 15.000 ungefähr. Ja, und damit, mit dieser schönen, hier habe ich nochmal das Ding dran gehangen. Ja, mit dieser schönen hier Mod-Vorstellung verabschiede ich mich. Würde mich gerne über einen Daumen hoch freuen, das Abonnieren nicht vergessen. Und drückt mal gerne auf den Like-Button, um zu liken oder so, ne? Oder schreibt mal euren, oder tu das mal teilen oder so, wenn ihr Lust habt. Ja, da würde ich mich freuen. Und hau das Däumchen blau. Und vergisst nicht, bei meinem Kumpel Tommy reinzuschauen. Am Sonntag kommt wieder ein neues Video von ihm. Das ist es. Es ist wird klasse, wirklich. Ja, und ich muss jetzt noch weiter an meiner Rechnung arbeiten. Und da sage ich Tschüss, euer Max. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Und bis nächste Woche zu einer neuen Mod-Vorstellung oder dieses Wochenende nochmal zu einem Forstprojekt. Es geht noch weiter, es ist noch nicht vorbei. Ja, Holz muss aufgeladen werden. Ja, und da sage ich Tschüss!